warum Loslassen, Annehmen, wie es ist, so eine große Herausforderung ist und auch sehr schnell mit viel Schmerz, Kummer und Ängsten verbunden ist. Das heutige Podcast-Thema ein wichtiges Thema, denn Loslassen ist so entscheidend wichtig, vor allem jetzt. Doch warum gelingt es nicht? Und was kannst du tun, damit es gelingt? Wo liegen die Ursachen, dass du so sehr festhängst? Und im Grunde, das Leben ist ja eine stetige Wandlung, eine stetige Veränderung. Und du kommst nicht drum herum, loszulassen. Geliebte Menschen werden gehen, werden ihren Körper verlassen. Tiere, die du liebst, sterben vor dir, meistens jedenfalls, wenn du etwas älter wirst. Und auch Gewohnheiten, die dir lieb sind, darfst du möglicherweise loslassen, weil es nicht gut ist für dich, Ernährungsgewohnheiten oder was auch immer. Also freu dich auf diesen Podcast und ich freue mich auch, ihn heute hier aufzusprechen. Und sag ich mal herzlich willkommen hier im Podcast. Loslassen ist auch ein Wort, das mit sehr viel Negativität gekoppelt ist, weil es ja auch gleich in die Energie geht von ich verliere etwas und ich kann nichts dagegen tun. Richtig. Das ist tatsächlich das, was bei Loslassen der Hintergrund ist. Du wirst etwas ändern dürfen, müssen oder es wird für dich geändert werden durch die Umstände im Außen und dann ist alles anders und zwar ungewohnt. Die Sicherheit, die du bisher hattest in deinem Leben, wird durch dieses Loslassen müssen, ganz oft im Leben müssen wir es ja tun, weil die Umstände es erfordern und du gar nicht drum herum kommst. Diese Sicherheit ist auf einmal weg. Und zwar unhaltbar weg. Und da sind wir am nächsten Punkt, warum Loslassen und Annehmen, wie es ist, so schwierig ist, auch gerade wenn du einem Seelenpartner begegnet bist, deiner Dualseele begegnet bist, da geht es ja ganz oft darum, dass du loslassen darfst. Die Erwartungen an den anderen, die Wünsche, die der andere, die andere für dich erfüllen sollte, für dich da sein und für dich und das machen oder so und so sein. All diese Erwartungen sind ja auf diesem Seelenpartner- und Dualseelenweg immer loszulassen. Und ich weiß, wie schwer das fällt. Es ging mir ja ganz genauso. Und ich höre es jeden Tag, immer wieder in den Gesprächen. In meinen Beratungen ist das ganz oft ein Thema. Wie schaffe ich es loszulassen, aus der Angst, der Verlustangst rauszugehen? Und die Verlustangst ist eben etwas, das wir quasi schon als Baby mitbekommen auf unseren Lebensweg. Also Verlustängste, mehr oder weniger, ist allein schon mit der Geburt verknüpft. Zumindest so wie ich damals noch geboren wurde, von der Mama getrennt, erst einmal da auf den Beinen gehalten, dann geschüttelt und noch gewaschen und was weiß ich, was alles gemacht wurde, bevor ich wieder zu Mama zurück durfte. Dieser Schock, der da entsteht, das ist schon der Beginn der Verlustangst. Ich verliere die Sicherheit, die ich hatte im Bauch meiner Mama. Jetzt bin ich allein, hell, laut, kalt. Und Verlustangst ist sozusagen das älteste Programm, wenn man es mal so sagen möchte, das du von der Geburt an mitbekommen hast. Und darum ist es auch eines dieser Aufgaben, sich dessen immer wieder zu stellen. Und viele sagen mir ja, ich habe schon vieles geschafft, aber diese Verlustangst, boah, die ist schwer wegzukriegen. Was kann ich da noch machen? Und mit der Verlustangst ist auch immer gekoppelt Sicherheit. Denn was passiert, wenn du als kleines Baby, als kleines Kind etwas erlebst und dich unsicher fühlst, ängstlich fühlst? Es werden Kompensationsstrategien von dir entwickelt. Auch zwangsweise müssen die entwickelt werden, sonst würdest du nämlich gar nicht durchkommen durch die Kindheit. Du würdest wahrscheinlich vor lauter Stress und Motivationslosigkeit in frühen Jahren wieder von dieser Erde verschwinden und sagen, na, warte mal, das passt nicht, oder gehe ich wieder. Allerdings entwickelst du ja dann Kompensationsstrategien, nämlich Sicherheitsdenken.
Also mit der Verlustangst ist immer ganz klar gekoppelt, ich brauche Sicherheit, wie die Luft zum Atmen und das Essen, das ich jeden Tag genieße. Ich brauche es. Und damit haben wir zwei große Aufgaben. Sicherheit loslassen, Verlustangst loslassen und wieder zurückgehen in diese Sicherheit, die du im Grunde als Wesen, als Baby im Mutterleib gespürt hast. Alles ist gut, alles ist sicher, ich bin sicher und geschützt. Und das ist ein ganz knallharter Weg, an dem viele gerade hängen und auch das Gefühl haben, sie scheitern, sie schaffen das gar nicht, weil es so mächtig ist und so heftig ist. Und da braucht es schon eine gute Strategie und vor allem ein Hinschauen, es erkennen und dann, wenn du es erkannt hast, auch eine Lösung. Vom allein nur hinschauen und erkennen, dass es so ist, wird nichts besser. Ich habe es erst wieder vor kurzem in einem Beratungsgespräch gehabt. Die Enttäuschung, die dann auch spürbar war im Energiefeld des Gespräches, als wir festgestellt haben, dass es alles erkannt ist, allerdings die Aufgabe, dieses, was erkannt wurde, auch dann zu verändern, nicht gemacht wurde über mehrere Jahre. Und klar ist dann auch eine Enttäuschung da und auch so ein Gefühl, naja, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, obwohl ich mich so angestrengt habe und ja, wie soll das denn funktionieren? Es wird funktionieren, wenn du die richtigen Werkzeuge anwendest. Wenn du Handwerker bist oder handwerklich arbeitest, weißt du genau, wie wichtig das richtige Werkzeug ist, damit du erfolgreich und vor allem auch schnell deine handwerklichen Tätigkeiten abschließen kannst und hinterher mit dem Ergebnis auch zufrieden bist. Die Problematik, die jetzt sozusagen bei dem Loslassen und Sicherheitsaspekt verändern, noch nicht wirklich oft erkannt wurde, ist das Erkennen und Verzeihen, in die Liebe gehen und alles annehmen, wie es ist, durchaus der erste Schritt ist. Allerdings diese Programme im Innersten, die ablaufen, die ständig ablaufen, wie ein Grundrauschen. Ich muss festhalten, ich brauche Sicherheit. Oh, bloß kein Verlust erleiden, kenne ich schon. Was kann ich machen, damit es auf jeden Fall nicht passiert, dass ich nicht verliere? Wo muss ich mich noch verbessern? Wo muss ich noch schneller arbeiten? Besser werden, noch mehr für andere da sein, um ja keinen Verlust zu erleiden. Und vieles mehr läuft ab. Und ganz oft wird es eben nicht erkannt. Oder wenn es erkannt wird, wird es halt nicht erkannt. Wie kann ich dieses Programmschema durchbrechen? Was sollte ich jetzt tun, damit ich mich befreie von diesen Altlasten, die teilweise 30, 40, 50, 60 Jahre laufen? Und je länger so ein Programm abgespult wird, ich brauche Sicherheit, ich darf nicht verlieren, ich muss gut genug sein, ja, umso tiefer gräbt sich dieses Verhalten, diese Strategie und dieses Tun ein. Das heißt, je früher du es erkennst, umso schneller lässt sich es auch verändern. Und das sind wir an der nächsten großen Hürde, weil vielmals oder oftmals wird es erst erkannt, wenn wir schon an die 50 sind oder 60. Ja, und dann lief das Programm der Verlustangst halt schon 60 Jahre und wurde immer wieder verstärkt und verstärkt und verstärkt. So, und nun erwarten wir, dass es muss jetzt schnell gehen. Ja, das muss es innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Monaten weg sein. Ja, was soll ich sagen? Das ist auch das irrige Denken vom Verstand, der alles immer schnell haben will und möglichst sofort, weil man hat ja keine Geduld mehr. Also Geduld und Ausdauer und die richtige Strategie, das richtige Werkzeug ist alles entscheidend, damit du erfolgreich diese Aufgabe abschließen kannst und ins gelassene Sein im Hier und Jetzt ankommen kannst und das auch genießen kannst. Und gerade wenn du deiner Dualseele begegnet bist oder einem sehr innigen Seelenpartner, ist das die Hauptaufgabe. Finde alles, was du beim anderen zu finden glaubst,
in dir selbst. Wurde mir von einem Seelenpartner vor vielen Jahren gesagt und ich habe es damals nicht annehmen wollen, nicht verstehen wollen. Doch auf dem Weg meiner Transformation durch viele Seelenbegegnungen, Seelenpartnerschaften, die ich gelebt habe, bis hin zu meiner Dualseele, wurde mir immer mehr bewusst, dass diese Worte alles entscheidend sind und waren, auch wenn ich sie lange Zeit nicht anerkennen wollte oder konnte. Weil daran liegt's auch. Wir erwarten so viel von unserem Gegenüber, von unserer Dualseele, das kann er oder sie überhaupt nicht leisten, weil er oder sie selbst in Verlustängsten steckt, in Erwartungsdruck steckt, auch Dinge nicht verstehen kann oder nicht weiß, wie er oder sie das ändern kann. Das heißt, geh davon aus, dass was du fühlst und nicht schaffst, dass dem Gegenüber genauso geht. Und erwarte doch bitte nicht, dass er jetzt schneller ist wie du. Ist meistens nicht der Fall. Wenn du die Führungsposition hast in diesem starken, anspruchsvollen Lernpfad, nennen wir es mal Dualseelenmeisterschaftsweg oder Ausbildung, dann darfst du vorausgehen. Und meistens sind es halt dann die Frauen, die vorausgehen dürfen, nicht sehr gern genommen. Ich höre es immer wieder, was, ich muss es machen. Nicht der Mann, sage ich, ja, ich sehe es so liegen im Kartenbild. Und du hast bei mir angerufen, also nehme ich an, dass du diejenige bist, weil sonst würde ja er anrufen oder sie anrufen. Ja, stimmt, okay. Also alles in allem wird dann klar, stimmt, ich hab's zu tun, hab's aber bislang nur so halbherzig getan, weil ich ja die Verantwortung dessen, was ich eigentlich will, auf den anderen abgeschoben habe. Soll er mal vorausgehen? Soll er oder sie mal machen? Nimm diese Verantwortung wieder zurück zu dir. Dein Leben unterliegt deiner Verantwortung und deinen Entscheidungen und vor allem deinem konsequenten Handeln und Tun. Alles andere ist Augenwischerei, Schöndenkerei vom Verstand und nützt überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, der Weg, der ja eh schon ziemlich tough ist und anstrengend ist, verlängert sich einfach nur um ein Stück oder um ein langes Stück, wenn du diese Verantwortung, die du im Grunde übernehmen solltest für dich und dein Leben und dein Denken, dein Unterbewusstsein und so weiter und so weiter. Ja, es verlängert sich einfach nur, bis du es tust. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, fang an bei dir, komm zurück zu dir, geh raus aus den Erwartungen, tauche tief ein in dein Unterbewusstsein, in deine Kindheit und fang an zu erkennen, woran es denn liegt, dass du so viel Sicherheit benötigst, so viel festhältst und nicht loslassen willst und kannst. Wenn du das tust, wird es schon mal klar, um was es geht und dann fang an, konsequent diese alten Programme, Strukturen, Handlungsweisen strikt zu verändern und zwar jeden Tag und zwar genau so lange, wie es dauert. Schiele nicht auf die Zeit, wie lange du dafür brauchst. Falscher Ansatz. Dein Fokus sollte lauten, so, ich mach's, ich kann's, ich tu's, ich geh's bis zum Ende durch. Bis ich angekommen bin, vorher höre ich nicht auf. Wenn du diesen Fokus hast und dann noch das richtige Werkzeug, dann wirst du erfolgreich ankommen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn du jetzt sagst, ja, hab alles verstanden, Helga, bin ich bereit zu tun, kenne ich auch meine Aufgaben, Großteil schon ein paar, vielleicht nicht, die müsste ich noch rausfinden, aber den Großteil der Aufgabe kenne ich schon. Du allerdings noch kein Werkzeug in Händen hältst, dann bin ich gerne für dich da. Zum einen mit meinem Grundwerkzeug der Goldkugel-Transformation. 3 Schritte, abreißen, neu bauen, beobachten und dranbleiben. Kann ich dir sehr gerne in dem Erstgespräch, was ich anbiete, Intensivcoaching, 2 Stunden vermitteln und du kannst dann weiter loslegen und dranbleiben, weil da bekommst du alle Werkzeuge mit, die Unterlagen, du weißt, um was es geht und wir formulieren deine negativen Denkweisen positiv um, gemeinsam. Das zweite ist die Seelenessenz, Energie-Channelings. Wenn du nicht so richtig weißt, wo darf ich denn noch hinschauen? Ich hänge, ich weiß, da ist noch was, aber ich komme nicht ran. Dann lass uns das machen. Tief eintauchen, gemeinsam. Zur Bewusstseinserforscherin
werden. Das bin ich geworden auf diesem Weg. Ich bin sehr tief in mein Unterbewusstsein, in mein Bewusstsein eingetaucht und habe es regelrecht erforscht. Das kannst du auch. Das können wir alle. Und dann natürlich auch in meinem, der wieder im Herbst stattfindende, diesmal heißt das Seelenessenz Schöpferkraft-Workshop, weil noch ein paar Dinge dazugekommen sind. Wie immer, ich bin immer am Weiterfeilen an den Werkzeugen, weil ich weiß, wir können es immer noch ein Stück besser machen, einfacher, leichter und schneller. Und das ist auch mein Wunsch, dass du schneller, leichter und einfacher ankommst, dein Leben genießt und dich glücklich und erfüllt fühlst, auch wenn deine Dualseele, dein Seelenpartner noch hinten dran hängt. Du wirst sehen, wenn du mehr bei dir ankommst, macht auch er oder sie schneller weiter. Und es wird sich rauskristallisieren, soll es überhaupt in eine gelebte Beziehung gehen oder ist es eine Aufgabe, die darin bestand, dass beide erkennen, wie sie aus ihren alten Programmen sich befreien. Oder es war nur die Aufgabe, dass du dich befreist aus alten Programmen, die Berufung anfängst zu leben, dein Sein liebst, so wie es ist und dich liebst, so wie du bist, mit allen deinen Facetten. Vielleicht mag das die Aufgabe gewesen sein, die er dir, die sie dir spiegeln sollte. Wir wissen es nicht. Es ist auch nicht sehr wichtig, ob wir es wissen oder nicht. Wichtig ist für mein Erkennen, für meinen Weg, den ich gegangen bin, im Jetzt die richtigen Schritte zu unternehmen, damit die Zukunft für dich stimmiger, freier, leichter, schöner, einfacher, faszinierender und grandioser werden kann. Wir haben nur diesen Jetzt-Moment, in dem wir alles ändern können, wenn wir es tun. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in diesem Jetzt-Moment wirklich klar bist, hinschaust und es tust. Alles Liebe von Herzen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Podcast und Video. Deine Helga. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Doch heute ist ja nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und wenn du jetzt sagst, ja, das sind doch immer sehr spannende und wichtige Impulse, die dir nützen, dann abonniere doch einfach meinen Kanal Bewusstes Erwachtes Sein. Dann kannst du sicher sein, dass du keines meiner Videos und Podcasts verpassen wirst. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Mach das Beste aus deinem Leben, denn das steht dir doch auch zu, wie ich finde. Von Herzen alles Liebe, deine Herrgabe.